Probieren wir das Ganze doch noch mal. So. Ups, verbinden. Das ist schön. Das ist alles super. Bin gerade ein bisschen frustriert. Irgendwie das Audio nicht so richtig will, wie es soll. Ich teste mal eben. Da hört man was. Die Frage ist jetzt auch, wird das dann ins Dings übergeben? Welche ist denn hier die? Das ist die Quelle. Man hört das aber auch. In der Hoffnung, dass es funktioniert mit dem Audio und mit dem Video und mit allem drum und dran auf dem neuen Rechner. Man sieht es vielleicht schon, die Sichtweite ist ein bisschen erhöht. Und warum das jetzt so langsam lädt, ich habe eine Vermutung dazu, aber irgendwann mal ein bisschen später vielleicht nochmal mehr. Das ist nur eine ganz kurze Testaufnahme. Ich will nur mal kurz ein bisschen gucken, ein bisschen rumlaufen. Hui! Ein bisschen aufs Dach hüpfen hier. Die kann man da auch irgendwie anschalten, oder? Oh, guck mal hier, der qualmt. Sehr schön. ja, weil neuer Rechner und so, das sieht soweit ganz gut aus. Allerdings, das Audio ist völlig im Arsch. Ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie unter Linux, das Audio, es ist eine einzige, unnötig, komplizierte, umständliche, dämliche Katastrophe. Es nervt halt einfach nur. Ne? Und von daher habe ich jetzt mal gesagt, oder mich dazu entschlossen, mein bisheriges Aufnahmetool, Simple Screen Recorder, einfach mal durch dieses, wie heißt das Teil noch? Wo haben wir stehen? OBS, Open Broadcaster Studio? Irgendwie sowas. Ich habe das irgendwann mal getestet, da lief das noch nicht. Jetzt scheint es ganz gut zu laufen. Ich schaue mal eben ganz kurz nach. Es wird auch eine Datei angelegt. Ich bin mal ganz mutig und starte die einfach mal, während sie aufgenommen wird und während ich weiterhin aufnehme. Warum das jetzt so langsam lädt? Ha, es funktioniert! Ein Erfolgserlebnis. Das einzige bisher mit Aufnahme und bla. Und es scheint tatsächlich so auf den ganz ersten Blick ein bisschen besser mit diesem Open Broadcaster Studio zu laufen, als mit Open Dings hier, Screen Recorder Gedöns. Weil, aus Gründen. Ist halt so. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, das Video ist halbwegs vernünftig. Ich habe jetzt wirklich alles in einem. Also ich habe jetzt die Audio-Qualität und die Tonqualität und es ist alles in einem Video jetzt drinnen, alles in einem Stream. Ich habe es nicht mehr getrennt mit verschiedenen Programmen, weil unter anderem Audacity total am Rumkacken war, weil sagt sich einfach, ey, ich finde halt einfach keine... Moment, das irritiert kurz. Ich schiebe mal kurz das Fenster zur Seite. So, Entschuldigung. Ich finde halt einfach keine... Audio-Spuren mehr, wenn irgendwas eingeschaltet ist oder überhaupt und so und hast du nicht gesehen. Total bescheuert, verrückt und krank. Linux und Audio, eine einzige Katastrophe. Was machen wir denn heute Schönes? Ich könnte hier ein bisschen hin und her laufen und mir ein bisschen die Gegend angucken. Allerdings, ach ja, übrigens, mein CH-Root funktioniert nicht auf dem neuen Rechner. Ich habe es nicht eingerichtet, nicht konfiguriert, habe mich da aber auch ehrlich gesagt nicht weiter mit beschäftigt, weil System, die mit N-Spawn das da quasi selber so ein bisschen mitbringt. Aber auch da bin ich noch dabei rauszufinden, wie es genau läuft. Das heißt, ich habe kein Schnittprogramm aktuell zur Verfügung. Also alles, was wir hier machen, Einblendungen und so, gibt's halt erstmal nicht. Müssen wir mal gucken. Vor allen Dingen, wo geht's denn hier eigentlich längs? Nee, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und da werde ich wohl dann die nächsten Tage auch wenig zukommen. Weil ich jetzt endlich mal wieder... weil ich jetzt endlich mal wieder unter die Gamer gegangen bin. Das heißt, ich habe mir eine PlayStation 4 gekauft. Der alte Mann, der spielt. Naja, nee, ich habe schon früher auch immer PlayStation gespielt und
Jetzt hat es mich doch mal wieder ein bisschen gejuckt in den Fingern. Ein bisschen Späteinsteiger vielleicht, aber ich werde jetzt dann erstmal so ein bisschen GTA spielen und mal gucken. Ne? Vielleicht kann man da irgendwie ein bisschen was machen, von wegen, ja, mal zeigen und so. Ne? Ist dann zwar kein Linux-Spiel, aber komm, ey. Ist einfach nur mein Nickname und das ist ein ganz normaler Let's Play-Kanal. Ne? Müssen wir gucken, wie wir das machen. Da werde ich mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Dann hat sich ja so ein bisschen, Alter, ne? Guck mal hier, wisst ihr Bescheid, Sichtweite und so. Ne? Da hat sich so ein bisschen was getan und wie man sehen kann, man kann endlich mal gucken und es ruckelt nicht. So ein ganz bisschen ruckelt's, weil ja, ist halt gut ausgelastet und ja, 16 FPS, weißt du Bescheid, ne? Nee, aber es läuft eigentlich doch relativ gut, finde ich. Also ich finde jetzt nicht, dass es sonderlich schlimm ist. Ich hoffe natürlich, dass die Aufnahme dann nachher ein bisschen in Ordnung ist. Der höchste Billardtisch des Tages. Dann wollen wir mal gucken, ob ich von. Nee, von hier komme ich wahrscheinlich nicht bis da hinten hin. Mal gucken, dass ich mal wieder runtergehe hier. Übrigens sehr schön gebaut. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Wer wohnt denn hier eigentlich? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber es ist sehr hübsch, ehrlich gesagt. Also, ich finde es gut. Lager und Werkstatt. Ah, da gucken wir doch mal. Oh, guck mal hier. Ja, das kann man so auch machen. Das ist cool. Das sind so Bänke. Ja. Gibt da schon schöne Sachen. Ah, ein bisschen stöbern in die Kisten. Ja. Bohnen. Ah, Bohnen. Ach, guck mal hier. Dies. Owned by Blackjack. Und warum kann ich da reingucken? Kann mir das mal jemand sagen, bitte? Ja, weil. Warum kann ich da reingucken? Warum kann ich da reingucken? Bitte, irgendjemand. Das geht doch nicht. Schnell mal wieder hier zumachen und dann. So, ja, ich war stehen geblieben. Nein, eigentlich hatte ich fertig erzählt. Spielekonsole und so. Müssen wir gucken. Dann habe ich gelernt, dass es ja nicht mehr Zocker heißt, wie bei uns früher, sondern dass es inzwischen ja Gamer heißt. Mal gucken, ob ich mich daran gewöhnen kann. So, hallo Zombie. Pam. So. Das hölzerne Abteil. Weißt du, da bist du echt mal irgendwie 14 Tage nicht da und dann. Alter. Das ist cool. So, also, ja, da müssen wir hier mal wieder hoch. Ja, oder auch nicht. Oder doch, oder nicht. Nein, nein, hier nicht, da nicht. Hier hinten rum irgendwo, ne? So, man kommt ja hier nicht mehr über den Zaun, den übrigens ich gebaut habe. Nicht, dass da irgendwas durcheinander gerät. Das ist meine Schuld, dass hier ein Zaun ist. Der hier ist aber, glaube ich, neu, oder? Egal. So, dann. Hat sich denn hier inzwischen was getan? Oder hier nochmal reingucken eben? Oh Leute, ihr müsst doch da was reintun. Guck mal hier, ich tue euch mal ein bisschen Superglow Glass rein. So. Gut, dann wieder zurück. Ich hatte ja gesagt, irgendwie bei der letzten Aufnahme, ich wollte mir so einen Bohrer bauen. Jetzt sieht man im Inventar ganz kurz gerade schon. Da ist ja gar kein Bohrer. Beziehungsweise da ist keine Vorbereitung für den Bohrer. Ich habe auch den Bohrer nicht weiter verfolgt, weil ich müsste übrigens das Haus irgendwann mal fertig bauen, ne? Weil wir jetzt die Idee ist übrigens gut angekommen. Das heißt, guck mal hier, ein Itemwise Filter Injector. Hier kann man in die. Da Idee. Ne, weißt du Bescheid und das läuft dann hier runter und es funktioniert sogar. Guck mal hier, da kommen jetzt sogar die Items durch. Und das ist ein Verteiler. So, hier ist ein Hub. Hier sind auch wieder kleine. Ja, also, das filtert halt. Und das filtert immer je nach Farbe. Das heißt, wenn man reinguckt, weiß, alles was weiß hier drin ist ein Item. Man kann es ja sehen hier. Geht durch. Und das geht jetzt hier und.
hat hier festgestellt, oder bin ich nicht, hier geht's weiter. Man muss tatsächlich immer für jedes Item in jeder Filtertube einstellen, na, sonst pendelt die halt hin und her. Deswegen ist hier auch eine One-Way-Tube, dass das eben nicht zurückgeht, dann wird es nämlich rausploppen irgendwann. Das prüft, da stellt es fest, nee, geht nicht. Da stellt es fest, ist in Ordnung. Da stellt es fest, ja, will ich. Und dann weiß, ist dann hier. Und der normale Stein geht halt hier weiter und geht halt hier dann durch das Weiße rein. Das haben wir gebaut, der Sigdi und ich, vor 3 Wochen. Lassen wir nicht lügen, 3 Wochen ungefähr, ja. Und haben das dann hier einmal entsprechend erweitert. Wir haben dann hier eben, na, in dem Roten geht es dann halt eben mit dem ganzen Zeug weiter. Im Roten ist dann das hier alles drin und auch Schwarz ist schon ein bisschen bestückt. Ne? Das Schwarz geht dann hier auch weiter. Hier hinten. Hier, das ist noch leer, da pendelt es hin und her. Hier ist, stellt man dann fest, gut, okay, da geht es dann rein. Und, na, man muss halt immer gucken, dass man immer schrittweise das dann wirklich ausbaut. Das ist erstmal nur die Rückseite hier, die beschriftet ist. Au. Ja, au. So, warte mal, so. Und die Vorderseite, ein bisschen was ist jetzt schon hier da. Ne? Guck mal, ne? So ein ist dann hier halt der ganze Kram drin. Müllkiste für alles, was sonst nirgends ist. Da kann man mal gucken, dass wir irgendwie... Man muss mit den Pipes natürlich schauen. Die Items ploppen halt raus, wenn sie dann irgendwann ankommen und irgendwo kann es rausgefiltert werden. Dass man halt eine Kiste nimmt. Nämlich diese grüne hier. Alles, was nicht hier liegt, hier liegt, hier liegt oder irgendwo anders liegt. Hier einen blauen... also wir haben noch ein bisschen... Ups. Ein bisschen was haben wir halt noch. Und alles, was eben, die beiden sind aus, weil die noch nicht weiter gefiltert werden. Da muss man gucken, dass man noch einen irgendwo dran setzt. Aber alles, was grün ist, beziehungsweise alles, was nicht rot, schwarz oder weiß ist, kommt halt dort grün raus. Wenn dann irgendein Item ist, was nicht weiter gefiltert wird, geht das halt hier oben in die Müllkiste rein. Na, hier unten kann man halt gucken irgendwie, oder dass man hier oben schaut irgendwie, dass man hier noch eine Abzweigung macht. Ne? Dann kann man nämlich alles, was nicht hier gefiltert wird, für die andere Seite zum Beispiel einen zweiten Switch irgendwie reinbauen. Ist ganz cool. Aber das ist halt alles hier noch nicht ausgebaut. Na, hier müssten dann noch Kisten hin und ja, das haben wir halt so gemacht. Und das ist, glaube ich, soweit ganz in Ordnung. So, es wird auch wieder Tag. Das heißt, ich wollte eigentlich gar nicht so viel machen. Ich wollte nur wirklich gucken, wie das funktioniert mit Aufnehmen mit dem neuen Rechner. Und ich finde also hier zumindest im, auf dem Computer jetzt aktuell sieht es gerade ganz gut aus. Na, die Frage ist halt, sieht die Aufnahme nachher auch in Ordnung aus? Also wenn es ruckeln sollte, liegt das an der Aufnahmemethode. So richtig einen Dreh habe ich halt noch nicht rausgefunden. Es ist ein bisschen, ja, neuer Rechner und ist halt ein bisschen noch nicht weiter konfiguriert. Und Ton aufnehmen unter Linux ist ja generell scheiße. Video geht so halb weh. What the fuck? ja. Hm? Nee, ist klar. Video geht so halbwegs, ne? Aber da hört es dann auch schon auf. Das ist halt leider echt irgendwie ein bisschen nervig. Und dann muss man halt gucken, wie wir dann weitermachen. Aber ich wollte hier nochmal auf den Turm. Na, dann mache ich das Video dann nämlich ein bisschen kürzer, mache dann ein Ende. Nein, also GTA ist noch nicht da. Das heißt, ich mache jetzt wirklich nur Ende, weil ich halt kein, das eben nur testen möchte und nicht weiter zocken möchte, weil das es geht halt noch nicht, weil es noch nicht da ist. Weiß Bescheid, ne? So, ja. Also von der Performance her, ich glaube, da ist auf jeden Fall... Na gut, es ist alles besser als mein Rechner, den ich vorher hatte. Aber das sieht doch schon ganz ehrlich... Das sieht doch schon, ehrlich gesagt, sehr geil aus. Jetzt ruckelt es natürlich so ein bisschen, weil... ja, weil 5 FPS oder so? 17 FPS? Na gut. Nein, also das ging vorher mit dem Rechner sowieso gar nicht. Ich nehme jetzt auf nebenbei, das Ding macht irgendwie eine Vorschau und hast du nicht gesehen. Nee, es ist schön. Also mir gefällt's. Die Stadt sowieso und kurz mal am Köpfchen kratzen. Der Rechner auch und hast du nicht gesehen und die neue Spielekonsole, das wird bestimmt auch alles ganz lustig. Da müssen wir halt mal gucken, wie ich das mache. Aber dann sollte es nämlich das für diese Woche gewesen sein. Da ist irgendwas kaputt da oben. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist in Ordnung, es funktioniert alles. Ich laufe mal eben kurz nach Hause.
Ja, das mit dem Bohrer, da müssen wir doch mal gucken. Dann machen wir da nächste Woche oder übernächste Woche oder je nachdem, wann ich halt Lust dazu habe. Ich habe ja gesagt, Block Liebe City nehme ich so auf, wann ich Bock habe. Mit meinem normalen Singleplayer-Let's Play, da muss ich mal gucken. Oh, da hatte ich ja nun jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe momentan da auch nicht so richtig die Lust drauf zu spielen. Ja, die Welt ist zwar schön und alles, aber ja, es ist halt doch alles sehr viel, was ich da alles machen wollte. Und da habe ich momentan nicht, abgesehen davon, dass ich kaum die Zeit dazu habe, auch kaum die Lust dazu. Nee, aber das funktioniert hier soweit. Das ist das Entscheidende. Und es funktioniert relativ gut. Ich habe auch so die Konfigurationsoptionen ein bisschen hochgestellt. Man kann das vielleicht auch irgendwie anzeigen. Hauptmenü. Oh, jetzt seht ihr das. Scheiße. Ich werde es irgendwie rausfiltern, zurechtschneiden. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall kann man hier. Ja, Einstellung. Shader sind jetzt an. Normal Maps, na gut, das ist klar. Aber es ist jetzt hier mit dem Filtering. Anti-Alias sieht ein bisschen doof aus, deswegen habe ich es ausgelassen. Aber die Shader sind jetzt an, damit so ein paar Bugs dann irgendwie raus sind aus dem Spiel. Oh, und ich bin jetzt auch aus dem Spiel raus. Ich habe es geschlossen. Na gut, ist egal. Ich habe ja gesagt, das ist einfach nur kurz ein kleines Testvideo. Da müssen wir mal gucken, wenn ihr das seht, wovon ich ausgehe, dass ihr das seht, weil ihr das nur gerade gesehen habt, dann ist es in Ordnung. Falls nicht, dann rede ich gerade mit mir selbst. Ich habe jetzt die letzten, sieht man das irgendwo? Die letzten 16 Minuten für mich selber gequatscht. Na gut, also ja, es ist ungewohnt, einfach nur das letzte Bild noch zu sehen, ohne da irgendwas sehen zu können. Und ohne irgendwas anderes. Aber man kann ja nun hier ganz geil mit diesem. Da spiele ich jetzt noch ein bisschen rum, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt gerade Lust drauf, das zu machen. Man kann ja mit diesem Open Broadcaster Dings Tool Teil so ein bisschen Zeug machen und gucken und zeigen und hast du nicht gesehen. Das mache ich mal eben. Warte mal, man kann hier nämlich dieses Fenster. Kann man das jetzt verschieben? Oh. Jetzt. Solltet ihr ein kleines Fenster rumfliegen sehen auf schwarzem Hintergrund. Und wenn man jetzt hinzufügen, das ist, nein, nicht Bild, Bildschirmaufnahme. Zack. Oh, jetzt habe ich einen unendlichen Tunnel gebaut. Ja. ups. Kommt vor. Aber es ist nicht alles, ne? Also es fehlt so ein Teil irgendwie. Man kann hier. Gut, die Aufnahme ist halt in Full HD und mein Monitor ist ein bisschen größer als Full HD. Aber man sieht so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, von der Performance her ist das auch ganz in Ordnung. Also, müssen wir gucken. Ich werde mal schauen, dass ich alles, was verdeckt werden muss, verdecken kann. Und wenn ihr dieses Video seht, hat das geklappt. Wenn nicht, dann rede ich für mich selber gerade. Naja, muss mal schauen. Ich sage auf jeden Fall bis nächste Woche. Tschö!